Ryan Review. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ryan Review Videomagazin und zu den ehemaligen Attraktionen im Movie Park Germany beziehungsweise Warner Brothers Movie World. Ja, bevor wir jetzt mit den ganzen ehemaligen Attraktionen anfangen, kurz zur Geschichte des Movie Park Germanys, der Vollständigkeit halber, und damit man das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen kann. Und überraschenderweise geht die Geschichte des Movie Parks sehr weit zurück, obwohl der Park noch ziemlich jung ist, aber die Wurzeln finden sich im Jahr 1967. Denn in diesem Jahr eröffnete der Kirschhellener Märchenwald genau an dieser Stelle, wo jetzt der Movie Park Germany steht, in Bottrop-Kirchhellen. Von 1977 bis 1991 befand sich an dieser Stelle dann der Traumlandpark. Das war schon so die ersten Schritte zu einem richtigen Freizeitpark. Das Ganze konnte sich aber auch nicht so gut halten. So, dass von 1992 bis 1994 die Bavaria Film Studios dort eingezogen sind. Und da bahnte sich das Ganze schon ab, in Richtung Filmpark zu gehen. Und mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen D-Mark eröffnete man am 30. Juni 1996 Warner Brothers Movie World mit dem Beinamen Hollywood in Germany. Und so hatte man zu der Zeit einen baugleichen Park wie den Warner Brothers Park in Australien, direkt hier in Deutschland. Aber 1999 trennte sich die Warner-Gruppe von all seinen Freizeitparks. Und die Parks übernahmen Premier Parks, die später auch dem einen oder anderen besser bekannt sein dürften als Six Flags. Praktischerweise besaß die Six Flags Gruppe auch schon Warner-Lizenzen, so dass man den Park so wie er war übernehmen konnte und weiterführen konnte. Aber im April 2004 verkaufte die Six Flags Gruppe alle europäischen Parks, die sie besaßen. Dazu gehört zum Beispiel auch Walibi Holland und Walibi Belgien. Das war nämlich damals Six Flags Holland und Six Flags Belgien an die Gruppe Star Parks. Und damit begannen im Jahr 2005 die großen Veränderungen, denn die ganzen Looney Tunes Lizenzen sowie die DC Comic Lizenzen wurden eingetauscht gegen Lizenzen von 20th Century Fox und Nickelodeon zum Beispiel. Und was mir aufgefallen ist, es gibt gar nicht so viele ehemalige Attraktionen. Es gibt nur eine riesige Menge an Umthematisierung bzw. Entthematisierung. Oder Dethematisierung, wie man es auch immer nennen möchte. Natürlich gab es im Laufe der Zeit so einen kleinen Kram wie Breakdance, der nicht mehr da ist, oder das ein oder andere Kinderfahrgeschäft. Und zwei große Rides, zu denen wir dann gleich auch noch kommen. Aber sonst hat nicht wirklich irgendwas den Park verlassen, außer Themen und Charaktere, mit denen ich mich auch noch gut identifizieren konnte. Ja, und damit wären wir dann auch schon direkt bei den ehemaligen Attraktionen und steigen auch direkt ein mit einer großen Attraktion, die dann bei dieser Übernahme direkt geschlossen wurde. Und dabei handelt es sich um den Intamin Dark Ride Gremlins Invasion, der in der großen Halle zu finden war, wo jetzt Van Helsing's Factory drin ist. Bei diesem Dark Ride ging es darum, dass bei den Dreharbeiten zu einem neuen ALF-Film die Gremlins ausgebrochen sind und dann in diesem Filmstudio ihr Unwesen getrieben haben. Es gab auch eine sehr coole Pre-Show und mir persönlich hat dieser Dark Ride echt gut gefallen. Aber das Ganze wurde halt dann platt gemacht sozusagen. Aber bis 2008 wurde zu Halloween diese Halle immer als Maze genutzt. Aber jetzt haben wir dafür dort drin einen sehr coolen Indoor-Coaster mit schöner Thematisierung, einer der besten Coaster oder der beste Coaster mit dem Movie Park. Und 2005 auch das große Jahr der Umgestaltungen, Umthematisierungen, Entthematisierungen und so weiter. Zum Beispiel das Batman-Abenteuer wurde zu Time Riders. Und ey Freunde, Batman, was soll man da noch groß zu sagen? So, das kann nur schlechter werden, wenn es nicht mehr Batman ist. Es gab mehrere Pre-Shows, es gab richtig geil gestaltete Räume bei diesen, also geil gestaltete Pre-Show-Räume und es war halt einfach Batman und Batman war am Start und
da kann Time Riders, auch wenn es individuell für den Moviepark zusammengestellt oder erstellt wurde, leider nicht mithalten. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich schon seit einigen Jahren nicht mehr in diesem Ding drin war. Kommen wir zu einer Wasserbahn, die direkt am Eingang des Parks ist. Das Bermuda-Dreieck wurde zu Bermuda-Dreieck Alien Encounter. Und da hat man sich eigentlich auch ziemlich einfach und leicht gemacht. Man hat einfach die Pre-Show gestrichen und den Namen geändert und damit ist die Sache gegessen und der Drops gelutscht. Mir würde aber auch besser gefallen, wenn der Lift wie früher, also der letzte Lift, der hoch in den Vulkan geht, wieder richtig krass beheizt werden würde und komplett mit Nebel vollgepumpt werden würde. Es ist zwar unangenehm, aber es passt zur Thematisierung meiner Meinung nach sehr gut und danach geht's eh raus ins kühle Nass. Eine Umbenennung der kleineren Art war von Blazing Saddles zu, na, welche Attraktion ist es? Es wird wahrscheinlich schon im Hintergrund laufen, zu Sidekick. Die nächste Veränderung ist eine der mit am einschneidendsten oder auf jeden Fall der verlustreichsten, was Sachen Thematisierung angeht. Es sah so schön aus, es war so toll. Coyote und Roadrunners Achterbahn wurde erstmal zu Rocket Rider Rollercoaster. Das ist noch nicht so schön gewesen, aber mit der Umgestaltung 2008 zum Nickland des ganzen Bereichs und zur Erweiterung des Nicklands wurden die Felsen komplett gesprengt. Das schöne Dach der Station musste weichen, der schöne Wagen musste weichen und die geil gestaltete Strecke steht nur noch nackt da auf einem Schotterplatz. Ja, es ist jetzt Mars. Es ist Backyardens Mission to Mars. Es sieht jetzt auch aus wie eine Marslandschaft. Ob das so die optimale Lösung ist, weiß ich nicht. Warum konnte man da nicht dieses Felsmassiv behalten? Sah viel, viel geiler aus. Und natürlich Coyote und Roadrunner, das war das Ding. Es war dieser Raketenzugwagen und diese Berge und... Oh. Ihr seht es auch hier im Hintergrund, so, das war doch richtig nice, oder irre ich mich da? Das ist für mich persönlich wirklich ein großer Verlust, dass das so nicht mehr da steht, wie es damals war. Es mag zwar von mir aus etwas komisch gewirkt haben, aber die Fahrt war halt viel cooler dadurch, weil man durch diese Erde durchgefahren ist. Miau. Auch in dem Jahr, das ist so Moviepark-mäßig. 2005 einen neuen Namen geben und die ganzen Dinge dann im Jahr 2006 wieder neuen geben. Nämlich der Eraser. Ja, kennt das noch einer? Wurde zu FX. Wer weiß das, was es ist? Na, was haben wir da richtig? Und das Ganze wurde dann ein Jahr später zum MP Express. Und damit haben wir den Standardweg Nummer SLC. Hatte damals auch einige Themenobjekte unten drunter stehen aus dem Film Twister. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ist eigentlich ziemlich cool. Und Twister hat ziemlich gut dazu gepasst. Ist halt ein Film über einen Wirbelsturm, der alles durch die Gegend weht. Fand ich gut. Ja, bei der nächsten Attraktion, die wir jetzt haben, wurde 2005 auch eine Umbenennung durchgeführt und die Pre-Show auch gestrichen und das Ganze, um diese Attraktion im Jahr 2006 dann zurückzubauen oder um es brutal zu sagen, abzureißen. Richtig, ihr seht es wahrscheinlich auch schon im Hintergrund. Das ist das, wo es wahrscheinlich bei allen drum geht und das Interessanteste für alle, weil einige Leute diese Bahn nicht fahren konnten, die hier auf dem Kanal unterwegs sind, so wie ich das mitbekommen habe. Und leider Gottes habe ich davon auch nur sehr wenig Aufnahmen. Das muss ich übrigens jetzt an der Stelle auch mal namentlich erwähnen. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Modellbaubahn Pit Jupp, der mir auch diese Oldschool-Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Denn alles, was ich damals gefilmt habe, ist für den Kanal Ride Review eher nicht zu gebrauchen. Und vor allem sämtliche On-Rides von Cop Car Chase oder Leave Weapon, die ich habe, sind überwiegend Facecam-Videos. Warum habe ich kein anständiges Frontdoor auf On-Ride gemacht? Damit wären wir auch dann schon beim Namen. Das Ganze hieß anfangs Leave Weapon Pursuit und wurde umbenannt in Cop Car Chase und ein Jahr später abgerissen, weil die Wartungskosten einfach zu hoch waren und es auch schon anfangs Probleme mit der Statik dieser Achterbahn gab. Das Ganze war übrigens von der Intermin AG ein Custom Looping Racing Coaster. Hatte eine Höhe von 16 Metern, ist auf eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h gekommen, hatte zwei Inversionen auf der 610 Meter langen Strecke. Die eine Inversion war ein Vertikal-Looping in der Halle, komplett im Dunkeln, nur mit Stroboskop, was sehr cool und strange war. Wo ich schon bei Halle bin, ja, es ging öfter mal rein und raus und um halb drumherum. Das hat mir persönlich auch ziemlich gut gefallen.
Es gab mehrere Punkte, wo man sich überschnitten hat, mit dieser Verfolgungsjagd da war. Und kurz vorm Ende, das Ende baut auch auf der Pre-Show, denn Pre-Show baut auf das Ende der Fahrt, gibt es die Hardline Roll. Das ist schon mal sehr geil. Man kommt aus der Halle raus in die Hardline Roll rein. Aber in den Anfangsjahren gab es da was, als ich das erste Mal gesehen habe, da ist mir echt die Spucke weggeblieben. So, das ist schade, dass es das nicht mehr gab zum Ende. Bevor es aus der Halle rausging, ist über die Strecke, es ist kein Scheiß, es ist wirklich so, ihr könnt da alte Menschen fragen, ihr könnt euch das auch noch erzählen, ein brennendes Auto geflogen. Es ist jedes Mal, wenn man da rausgefahren ist mit den beiden Zügen, ein brennendes Auto über die beiden Bahnen drüber geflogen. Das war mal richtig geiler, eviler Special Effect Shit. Übrigens gab es 8 Züge, die jeweils 8 Personen fassen konnten im Polizeiwagen-Look. Und die Pre-Show noch mal kurz erwähnt, die baute auf die Lethal Weapon Filme. Und das Ende der Pre-Show, also die Pre-Show endet damit, dass ein verfolgtes Auto sich überschlägt und kopfüber in einem Lampenladen landet. Und die Q-Line führt auch raus und draußen auf eine Straße an diesem Lampenladen vorbei, in dem dieses Auto auf dem Dach liegt. Das ist geil, das war Thematisierung meiner Meinung nach. Schade, dass diese Bahn weg ist. Und an dieser Stelle ist übrigens jetzt, für die sich das nicht vorstellen können, der Santa Monica Pier. Ja, wir haben für so eine geile Bahn haben wir einen Santa Monica Pier bekommen. Um ein bisschen sich die Ausmaße vorstellen zu können, die Schlusskurve nach der Hardline Roll war direkt neben dem Kettenkarussell, ganz nah dran vorbei. Ja, dass ich das alles besser vorstellen kann. Auch der Wasser-Dark Ride ist, komplett entkernt worden und alle die ehemaligen Einwohner da drin mussten weichen. Denn Looney Tunes Adventure wurde zu Ice Age Adventure. Ja, und da muss man das Ding natürlich komplett entkernen, alle Looney Tunes rausschmeißen und alle Ice Age Charaktere durften dann dort einziehen. Wenn wir schon bei den Looney Tunes sind, der Looney Tunes Teacup Ride wurde zu Dishwasher und dieser wurde später zu Danny Phantom Ghost Zone und jedes Mal mit leicht abweichender Thematisierung. Nochmal leicht abweichende Thematisierung, das ist übertrieben, es wurden einfach nur so ein paar Fragezeichen und Logos abmontiert und der Rest konnte nämlich so bleiben, denn Riddler's Revenge wurde zum NYC Transformer und wie ihr merkt, war das der Batman-Themenbereich, übrigens der NYC Plaza, da gab es immer verschiedene Batman-Shows draußen, die im Hintergrund hier mit den Rollerblades und Motorrädern war eher nicht so cool. Es gab auch mal eine High-Diving-Show, die war richtig krass. The Wild Bunch wurde zu The High Fall und das nächste Ding, es hat auch so gut gepasst damals, mein Gott ey, Tom und Jerry's Mouse in the House, die wilde Maus, Tom und Jerry, Mäusejagd. Wilde Mausachterbahn. Das ist doch ein Segen. Das Ganze wurde zu Mad Manor und dann mit dem Einzug des Nicklands zu Ghost Chaser. Dann kommen wir zu einer der dramatischsten Umgestaltungen oder Endthematisierungen. Oh mein Gott, fast schon Entkernung. Die unendliche Geschichte wurde zu Mystery River. Und mir ist es wirklich ein Mysterium, wie man das so machen kann und was einem da einfällt. Die unendliche Geschichte ist wirklich nice und dieser Ride war gepickt mit den Charakteren der unendlichen Geschichte und sah richtig geil aus. Ja, man hat den Namen geändert und hat einfach alle Themenobjekte der unendlichen Geschichte rausgerissen, entsorgt quasi und ja, damit war es das aber auch. Die Sachen sind verschwunden. Und einzelne Teile sind zwar noch da, aber das war's dann. Es gibt keine Story mehr, es macht keinen Sinn mehr, was da ist. Und das Schlimme ist, dass das auch immer mehr vor sich hin gammelt. Und immer mehr der Bauschaum oder der Spritzschaum da, der die Felsen bildet, sich selber freisetzt und da schon keine Farbe mehr drauf ist. Das ist wirklich schade. Es tut mir in der Seele weh, um diesen schönen Ride erstmal zu fahren. Dann hätten wir noch eine Holzachterbahn, die gab es ja da auch schon. Hieß damals Wild Wild West, lehnte sich an den Film von Will Smith und heißt jetzt Bandit. Damit ist auch wieder mal eine Pre-Show weggefallen und es
gab nur Pre-Shows im Moviepark. Da hat sich mein Vater früher auch drüber aufgeregt. Es waren überall nur Pre-Shows und manchmal zwei, drei Pre-Shows, bevor es losging. Und mit dem Wegfall von Wild Wild West gab es natürlich dann auch nicht mehr den Soundtrack, denn es gibt ja von Will Smith auch den Song Wild Wild West. Sucht einfach mal hier bei YouTube, wenn ihr das da finden solltet. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Es gibt gleich auf jeden Fall noch alte Parkpläne zu sehen hier und Eintrittskarten und mal gucken, was ich sonst noch so habe. Also gleich noch dranbleiben. Und vielleicht auch noch die ein oder andere Aufnahme von der Parade, damit ihr die Charaktere auch nochmal seht, die es früher gab. Auch die Stuntshow, die Crazy Cops Action Stuntshow, war früher mit einem Police Academy Taping. Ich liebe die Police Academy Filme. Und das mit Police Academy, ach, es war göttlich. Aber wie ihr seht, so viel hat den Moviepark gar nicht verlassen an Attraktionen. Nur die ganze Umgestaltung, Umbenennung und Umthematisierung oder Demthematisierung ist sehr gravierend und sehr massiv ausgefallen. Und weil das damals einfach so geil war, finden halt so viele Leute inzwischen das Ganze so negativ. Andererseits ist das auch alles nicht mehr so im Lack, wie es mal war. Aber der Moviepark ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es sich immer anhört im Internet. Aber es sind halt auch keine überzeugenden Rides da. Wild West, sage ich jetzt offen. Bandit kann man vergessen, das Ding ist durch. Eraser, der MP Express, ist halt ein Standardweg über SNC, da kann Kevin was mit anfangen. Aber Van Helsing, Mission to Mars und vor allem auch Jimmy Neutron sind echt coole Achterbahnen, aber alle drei halt auch eher für Kimas. So wie die Wilde Maus, das ist halt eine Standard Wilde Maus, da kann man jetzt auch nicht viel falsch machen. Aber da sieht man wieder, wie krass das ist, wenn eine Attraktion hat, wo man sich dann Lizenzen holt, weil man ja gut, bei einem Filmpark muss man das so machen. Aber es gilt jetzt mal so für andere Parks. Man kauft sich, mietet sich, pachtet sich Lizenzen und wenn diese Lizenzen irgendwann weg sind und man das Theming dann dementsprechend zurückbauen muss, ist das nur Verlust. Und das wieder aufzufangen ist schwer. Da lobe ich mir noch Parks, die sich selber was ausdenken und eigene Themenwelten schaffen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Moviepark bei allen Neuanschaffungen mit Lizenzen nicht so viel Wert auf die Thematisierung legt, weil wenn man irgendwann diese Lizenzen nicht mehr hat, da muss man das ja alles wieder wegmachen und so spart man sich die Kohle, vor allem die doppelte Kohle. Oder man macht es dann wie bei The Lost Temple, der richtig gut thematisiert ist, wo man keine Filmlizenzen hat. Andererseits passt das wieder für mich nicht in einen Filmpark. Amen. Ja, ich glaube, das war's. Gleich noch viel Spaß hier mit den anderen Impressionen rund um den Moviepark bzw. Warner Brothers Movie World. Vielleicht versteht dann auch der ein oder andere, warum der ein oder andere heute immer noch Movie World sagt statt Moviepark. Und schreibt mal in die Kommentare, was davon kanntet ihr jetzt noch und kennt die Generation heute, die meine Videos guckt, überhaupt noch die Looney Tunes? Leute, enttäuscht mich nicht. Kleine Kommentare vor, lasst uns da weiter quatschen, diskutieren und Spaß haben. Das war's von mir. Guckt euch dann noch den Parkcheck zum Moviepark an oder ehemalige Attraktion vom Phantasialand. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Fahrgeschäfte mehr in diesem Video. Und ansonsten war's das jetzt von mir. Euer Bro fürs Random Video Magazin und ich bin raus. Peace. Thank you.